So, jetzt geht's hier rund. Jetzt wird die Straße gesperrt und warum das alles passiert, sehen Sie gleich. Von wo kommen Sie denn? Alpenallgäu. Oberallgäu. Oberallgäu. Ja. Und Sie sind zu Fuß hierher gekommen, wie man natürlich, sieht. Mit dem Boot. Mit dem Boot. Wunderbar. Wie lang ist so ein Alphorn eigentlich, wenn man das so sieht? Von wie lang? Das ist hoch. Das ist hoch. Nee, 3,68 Meter. 3,68 Meter. Und das sind richtige Gamswerte? Ja. Und die haben Sie selber geschossen, die Gämse? Gerupft. Gerupft. Totgespielt. Totgespielt. Was hier gerade passiert, ist der legendäre Almabtrieb in Klein-Escherde. Ich denke, das wird eine Kultveranstaltung. Heute findet sie zum 4. Mal statt. Ich denke, in den nächsten Jahren wird das hier noch mehr abgehen. Auf jeden Fall sehr beeindruckend und es macht verdammt viel Spaß. Schauen Sie einfach zu. Hier kommen die richtigen Kuhglocken. Und die wichtigsten, die Hauptdarsteller, sehe ich auch schon. Hier kommen die Hauptdarsteller. Wie heißt du denn? Emilie. Emilie. Und Emilie ist wie alt? Wie alt ist er? 7? 7 Jahre. 7 Jahre alt. Hübsche, hübsche Dame. Ja. Hallo, Leine Bergland. War das so richtig? Leine Bergland TV wieder vor Ort und zwar in Klein-Escherde. Und wie Sie hinter mir erkennen können, ist hier der Bär los. Und was hier los ist, das erzählt uns einmal der Herr. Martin Kliemann. Und der Herr? Henrik Stosch. Herr Kliemann, wie sind Sie darauf gekommen, auf diese Idee, hier einen Almabtrieb zu machen? Ja, das ist viele Jahre her, dass ich mit meiner Familie Urlaub in den Alpen gemacht habe. Und wir waren im Zillertal bei einem Almabtrieb. Und als wir dann nach Haus kamen, haben wir eine Wanderung gemacht, eine Braunkohlwanderung, sagen wir dazu. Und da kam uns der Bauer, der die Tiere zur Verfügung gestellt hat, mit seinen Tieren entgegen. Der hat also wirklich den Originalabtrieb gemacht. Der hat seine Tiere von der Wiese geholt und dann haben meine Nachbarn und ich gesagt, Menscheskind, das wäre doch eine Nummer, das könnte man auch mal machen. Und wie man sieht, findet es guten Anklang hier. Als Sie das erste Mal von dieser Idee gehört haben, was haben Sie da gedacht? Das ist mein erster Almabtrieb, wo ich mit in Verantwortung bin. Ich bin zugezogen, kurz nachdem der erste Almabtrieb stattgefunden hat. Und ich fand es merkwürdig, weil man kannte noch keinen Ort und dann hört man sieht den Ort, wo ein Almabtrieb stattfindet, mit mehreren tausend Menschen auf der Straße. Das war schon irgendwo lustig. Aber und das dann selbst zu erleben, wenn auf einmal binnen 10 Minuten die ganze Straße voll ist mit Menschen, das war einfach ein tolles Gefühl. Ne? Man kommt ins Gespräch, man redet miteinander und so lernt man dann auch die Leute im Dorf ganz schnell kennen. Ne? Jetzt kennt sie jeder. Mich kennt jetzt jeder, ja. Was denken Sie, wie viele Menschen ungefähr so hier sind? Ich schätze, 3000 werden es sein. Denke ich auch. Also wir sind voll mitgelaufen, man kriegt hier keinen Fuß mehr an Boden. Wie ist denn die Beteiligung der Bevölkerung? Die ist überragend. Man kann nur sagen, überragend, wirklich. Man spricht Leute an und sagt, wir brauchen Hilfe für dieses oder jenes. Ich habe nicht einmal erlebt, dass jemand Nein gesagt hat. Wir bringen allein von der Kapelle über 30 Leute in einzelnen Haushalten unter. Und die Menschen machen einfach mit. Es macht Spaß. Also, Entschuldigung, aber nur so geht es natürlich auch. Also kann man sagen, ist es hier ein großes Familienfest? Könnte man sagen, ja.
Auf jeden Fall. Und man ist ein Familientreffen, weil die Kapellen, die ja kommen, man kennt sich, man sieht sich, man freut sich auch, dass man endlich mal wieder zusammenkommt. Dann würde ich sagen, dann grüßen wir doch mal die Heimat von den Kapellen. Viele Grüße nach? Nach Altusried. Und nach Horgau. Von uns auch aus dem Leinebergland. Viele Grüße. Tschüss.